Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und in meiner Werkstatt. Heute zum Teil 4 von 5 Bandsägenbau nach den Plänen von Matthias Wandel. Wir haben bisher den Rahmen fertig, wir haben die Transporträder fertig, wir haben den Sägetisch fertig mit Winkelverstellung und Bandführung und so. Was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlen noch genau 2 größere Gruppen. Das eine ist alles, was so schön rot ist jetzt an der fertigen Bandsäge, die ganzen Türen, die Verkapselung der Räder, des Sägebandes, unten der ganze Spänefang, die ganzen Sachen, die jetzt im Prinzip die Säge zu einer schönen Säge machen. Das wollen wir heute machen. Und ja, wie immer, bevor wir viel rumlabern, legen wir einfach los. Wir sehen uns hinterher nochmal. So, ich würde mal sagen, das sieht jetzt total kacke aus und das muss ich hier auch noch mal neu machen. Ich schraube das jetzt einfach mal ab. So. Uiuiui. Das ist schief, das ist nach innen schief. Seht ihr das? Die hier oben stimmen. Das haut so weit hin. Aber das, ab hier, muss ich es alles normal machen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich habe ja jetzt schon die Maße. Und von daher brauche ich das im Prinzip auch nur nochmal aufsägen, nach außen kippen. Also hier, da muss noch ein Stückchen weg. Und hier kommt ja dann so in dem Radius kommt ja dann diese Abdeckung drauf, dieses Teil. Und das wird ja dann hier hinten mit Scharnieren festgemacht. Das passt dann im Prinzip genau so rein. So soll das werden. Da muss ich dann hier oben noch gucken, dass ich da die. Also das muss ich wahrscheinlich hier so offen lassen, bis hier hin. Und da muss ja dann die Führung durch. Das werde ich aber so machen, dass es so knapp wie möglich ist. Na, schauen wir mal. So. Aha. Da ist noch eine Menge Schleifen dran, aber so und los. Was ist das denn? Gut. So, das hat hier auch einen Kontakt, das muss noch ein bisschen weiter rüber. Rüber und rein. Das ist ja auch nicht die normale Einstellung. Die normale Einstellung ist ja das auf Mitte. Ja. Okay. Gut. So. Okay, naja, so, wenn ich das jetzt aufklappe. Perfekt. Hier ist das Klavierband hier hinten drin. Zip. So, dann kommt hier irgendwie ein Verschluss dran. Das hier unten bleibt offen. Da brauche ich jetzt nichts dran zu wörchen, weil das ist schon so knapp mit dem ganzen, Blatt. Vorher machen müssen. Ja, ich könnte jetzt den ganzen Holzkram wieder abmachen, aber wie es dann hinterher aussieht, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Ich versuche es einfach mit Absägen. Drückt mal die Daumen. Ja, ihr dürft mitschauen. Oh oh. Thank you.
Das ist aber okay, das geht. Ich weiß noch nicht, ob das hier genauso gut geht. Das ist allem viel, viel länger. Moment, da machen wir uns mal einen Strich. Naja, also schön ist was anderes. Aber okay. Jetzt aus. Geschliffen ist es jetzt schon. Und jetzt klebe ich erstmal wieder die Teile dran, die ich dafür so schön abgesägt habe. Einen Tipp habe ich noch für euch. Wenn ihr so eine Silikonkartusche offen habt, so angeschnitten, nicht zu groß, dann nehmt ihr einfach eine Blechschraube, hier so ein Ding, schickt nochmal das Teil und dreht das vorne rein. Das ist so. 3/4 Zentimeter, 7,5 mm und dann bleibt das Zeug nämlich frisch und trocknet nicht ein. Könnt ihr das hinhängen, könnt das, was weiß ich, ein halbes Jahr oder so, könnt ihr es immer noch verwenden. Das dazu. Das war der Bastelbärentrick. So, die guten Teile sind hier. Müssen wir gucken, so rum. Ja, meine Lieben, das ist das Plastgerät für die Bandsäge. Und dicht ist es auch. Es ist unglaublich. Unglaublich, aber fast wahr. So sieht es jetzt aus und so kommt es jetzt dran. Kleber. Jetzt haben wir das hier. Was ist denn das jetzt? Ah. Das hat es doch. Ja, Herrschaftszeiten. Darf ich nochmal sehen?
Danke. Jetzt kommt der Moment. Bla bla bla. 14. 13, halb. Nicht da. Er ist nicht da. Dieser nicht. So, jetzt brauche ich. Ich brauche jetzt einen Bleistift. Sommerleim. Nee, das klappt. Noch keine Ahnung. 1, 2. Schau, wo ich durch noch. Oh, jetzt bleibt doch mal stehen. So. Jetzt hab ich's dir aber gern, gell? Bulli. Okay.
Ja, meine Lieben, jetzt habt ihr es gesehen. Das war gar nicht so einfach. Es war auch mit ganz schönen Umwegen behaftet, diese ganze Verkapselungsgeschichte. Und naja, die Oberflächenbehandlung war auch nicht so ganz ohne. Ohne meine, wie soll ich sagen? Ich hatte für den Bootslack hatte ich noch ein winziges Müh an Verdünnung. Und das habe ich benutzt, um den Lack so weit zu verdünnen, dass erstens mal für mindestens 2 Anstriche gereicht hat. Im Endeffekt waren es dann, glaube ich, 3 für den Rahmen und natürlich auch für die ganzen bunten Teile. Die mussten ja auch nochmal überlackiert werden. Hat alles funktioniert, hat alles hingehaut. Es ist sogar noch ein bisschen was übrig. Also setze ich ihn wahrscheinlich irgendwann nochmal ein. Das Zeug ist echt gut. Gut, okay. Gleicher Text wie immer oder fast der gleiche Text wie immer. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, entweder da oder da oder da oder ihr wisst schon wo, ihr findet das. Vergesst nicht das kleine Glöckchen, das ist der große Trick bei der ganzen Sache. Wenn ihr das anklickt, werden neue Videos automatisch bei euch auf dem Tisch landen und ihr könnt sie gleich verspeisen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal beim letzten Teil wiedersehen würden, Bandsägenbau, und sage für heute, macht's gut, gehabt euch wohl, euer Bastelbär.